Wir haben heute eben diesen runden Tisch gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, mit der Zivilgesellschaft. Und lassen Sie mich vorab in unser aller Namen da auch Danke sagen, denn die machen einen großartigen Job. Was wäre Österreich ohne Hilfsorganisationen, ohne Zivilgesellschaft, ohne Menschen, die sich engagieren im nachbarschaftlichen Bereich, insgesamt im Bereich der sozialen Kontakte, im Bereich dort einzugreifen, wo Not am Mann und Not an der Frau ist. Also ein ganz großes Danke zu Beginn. Die Einsamkeit, vor allem im Alter, ist ein zunehmendes Thema, hat viele Ursachen, aus meiner Sicht zwei ganz besondere Ursachen, jetzt was den städtischen Bereich betrifft, auf den ich jetzt stärker fokussiere. Wir haben einerseits natürlich eine völlige Verschiebung unserer gesellschaftlichen Lebensstrukturen. Wir haben keine Großfamilien oder so gut wie keine Großfamilien mehr. Wir haben viel kleinere Einheiten, kleinere Strukturen, große Mobilität zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort. Das heißt, unser Leben ist weiter auseinandergerissen. Wir haben viele Singles, wir haben andere Lebenssituationen. Das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Grund, der natürlich auch diese Einsamkeit im Alter mit unterstützt. Und deswegen glaube ich persönlich, wir müssen auch dort mit ansetzen, etwa wo es um einen schrittweisen Umbau wieder von Städten, wo es den betrifft, dezentrale Strukturen in der Stadt, ganz, ganz wichtig, dass ich als alter Mensch auch die Institutionen, Institutionen des alltäglichen Lebens auch bei eingeschränkter Mobilität gut erreichen kann in meinem Umfeld, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig auch, dass es Lebensbereiche gibt in meinem Wohnumfeld, wo ich auch andere treffen kann, das heißt der kleine Park in der Stadt, die Sitzgelegenheit, die Bauminfrastruktur. Und so ist das, was in Wien etwa in Richtung klimafitter Stadt gemacht wird und geplant wird, auch ein Schritt in Richtung mehr Lebensqualität und mehr Miteinander. Wenn Straßen wieder weniger Durchzugsstraßen für Autos sind, sondern Lebensbereiche für die Anwohner und Anwohnerinnen, dann ist genau diese Begegnungsmöglichkeit auch dann vorhanden, wenn man weniger Geld hat, wenn man weniger Mobilität hat. Deswegen ganz wichtig, das auszubauen. Insgesamt der Zusammenhalt, gleichgültig ob Stadt oder Land, ist mit Sicherheit der Schlüssel. Einsamkeit im Alter hat aber auch sehr viel mit Altersarmut zu tun. Denn wenn ich weniger Möglichkeiten zur Teilhabe habe, dann ist das natürlich eine zusätzliche Schwierigkeit, die damit verbunden ist. Armutsgefährdung bei Menschen über 65, mir hat sie richtig geschreckt, wie ich diese Statistik gelesen habe, nämlich auch was das eigene Alter betrifft, dass da die Statistik bereits mit 65 beginnt, aber so ist das, die ist überdurchschnittlich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und ganz besonders überdurchschnittlich ist sie bei Frauen. Wir haben eine Altersarmut, die weiblich ist in Österreich. Das hat etwas mit Pensionssituationen, beruflicher Situation in den Jahrzehnten davor zu tun, natürlich, aber dem müssen wir entgegensteuern. Armutsgefährdung ab 65 insgesamt bei 14% in Österreich nach den EU-statistischen Daten und bei den alleinlebenden Frauen über 65 ist sie jedoch bei 26%, also dramatisch höher. Das heißt, hier müssen wir einen Fokus auch bei unserem geplanten nationalen Aktionsplan gegen Armut machen. Alleinstehende Frauen älter als 65 wird ein ganz großes Thema sein und auch diverse Teilhabeangebote, zum Beispiel das Bildungsangebot, wo man sich trifft, wo man Aufgabe hat, wo man gemeinsames Interesse entdeckt. Das wird besonders wichtig sein, das auch zu unterstützen. Natürlich hat Covid, hat Corona und der Ausbruch dieser größten Pandemie seit 100 Jahren in allen möglichen Bereichen noch einmal Risikobereiche oder Problembereiche in unserer Gesellschaft noch sichtbarer gemacht. Covid bei alten Menschen ganz stark auch bei den Schutzmaßnahmen für Risikogruppen. Die waren sehr erfolgreich in Österreich. Derzeit haben wir etwa 5 ältere Menschen in Institutionen, die an Covid erkrankt sind. 5, das ist wirklich großartig wenig. Das geht in die richtige Richtung. Aber dennoch, wir müssen aufpassen und deswegen haben wir auch eine umfassende Evaluierung dieses Schutzbereiches verwirklicht, dass wir nicht
das Gegenteil auch erreichen, etwa durch Einsamkeit in Institutionen. Und deswegen wollen wir die Empfehlungen, die uns bei dieser Evaluierung gemacht wurden, auch umsetzen, nämlich ganz bewusst darauf schauen, dass Besuchstätigkeiten mit Schutz, Schutzkleidung besser wieder möglich sind. Einerseits und andererseits, dass wir auch diesen Zugang für Freiwillige, und damit schließt sich eigentlich unser Bogen, wieder deutlich besser erleichtern. Sie wissen, wir hatten im März, April die Situation nicht nur des Lockdowns, sondern auch ganz stark einen Mangel an Schutzkleidung. Das hat diese Situation verschärft. Das haben wir jetzt erfreulicherweise nicht mehr. Also können wir einen besseren, geschützten, kontrollierten Zugang für Angehörige, für Besucherinnen und Besucher, aber auch für Freiwillige in die Institutionen hinein wieder ermöglichen. Das ist das Ziel. Das ist auch bereits so verankert. Dazu haben wir einen Arbeitsprozess, der soll in diesem Bereich das verwirklichen, dass die Einsamkeit im Alter in den Institutionen mitten in der Krise vor allem auch reduziert wird und besser abgefangen wird.